Wunderschönen guten Tag, mein Name ist Dadgra und ich heiße euch heute herzlich willkommen zu den, ja doch, sagen wir mal, fünften Teil von Star Wars World Republic und diesmal wieder mit Xang Eis, der Bösartige. Wir können ja mal gucken, vielleicht haben wir ja schon einen etwas neueren Titel. Wir werden singen. Der erhabene Ritter der Republik. Ja, wir nehmen jetzt heute mal Ritter der Republik. So, wie ihr wisst, wir hatten ja gestern ein Sohn gehabt. Hatten dafür auch neue Klamotten gekriegt. Und die hier gucken wir uns einfach mal an. Das ist immer gut, aber richtig geil. So, natürlich bekommt man. So schnell stirbt niemand. Quatsch mir nicht immer dazwischen, du dumme Kuh. Meine Fresse, ich glaube, er zackt jetzt hier langsam. Mal kicken, wie mir die Klamotten von der alten stehen. Nee, voll uncool. So, wir haben ja aber auch zwei neue Lichtschwerter. Wir haben ja ganz viele Lichtschwerter. Gucken wir mal, wir haben jetzt 10. 15, 79, 17. Ja, ja. Neue Laserschwerter ausgerüstet und schon sieht so aus. Ja, ja. Wir sehen so aus. Zwei rote. Ihr dürft nicht vergessen, wir sind immer noch auf der republikanischen Seite. Wir sind immer noch eigentlich ein Jedi-Ritter. Einen von der guten Sorte. Ich gehe doch gleich los. Ich muss mal kurz los. Wir sind halt immer noch auf der guten Seite. Aber, wie ich es euch bei dem Infobeat schon mal erklärt hatte, gibt es hier eine Ausrichtung und das ist jetzt die Ausrichtung. Ich bin halt auf der Ausrichtungsstufe im Dunkelbereich, Dunkel 1, mit 1250 Punkten und Hell 1250. Ah, cool. Und Dunkel 0. Hellpunkte habe ich 0 und ich bin als Jedi natürlich auf der bösen Seite. Für das Imperium. Und darf hier weiter. Jetzt muss ich natürlich kicken, wo das hier lang geht, ne? Weil irgendwie. Ah, da. Ich hab die Tour gefunden. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal von Burger King runter nach Mc's. So, das ist Mc's und hier Mc's schmeckt nicht, deswegen. Da liegt eine Leiche. Und hör auf, wer hat mich umgelegt? Ja, ich weiß nicht. Voll geizig und so. Da leuchtet ein Schild auf. It's me, Mario. Mal gucken, was das Date, ne? Jo! Wenn euch das interessiert, könnt ihr hier auf Pause drücken und das einfach mal durchlesen. Da haben wir so viele Sachen. Das ist jetzt der Codex. Ja. Der Schmiede, das Tuch im Gold. Ja, ja. Müssen wir mal wieder auf die Karte klopfen. Dann sagt es doch gleich, dass ich da hin muss. Das hätte ich mich echt wegsparen können. Das ist mich voll uncool. Das finde ich
Nee, das finde ich jetzt nicht in Ordnung von dich, Junge. Nee, das ist nicht in Ordnung. Nee. Das ist der Wesen, nee, das kann ich so gut. Werde ich nicht steuern, das ist nicht in Ordnung. Das werde ich nicht, oder? Pass mal auf, du ganz ehrlich, das kannst du nicht machen. Ist die Taxiplattformen sind geöffnet. Sind sie das? Ich möchte dahin. Bitte suchen Sie mir ein Taxi. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Guck mal, da sind wir ja schon. Natürlich, könnt ihr euch das ja auch nochmal durchlesen. Könnt ihr euch das mal durchlesen? Jetzt kommen wir noch ein bisschen runter. Wie gehabt, wenn euch das interessiert, könnt ihr euch das durchlesen und selber mal gucken. So, wir machen aber hier jetzt mal ganz kurz mal weiter. Ne, pass mal hilf, ja. Dies kannst du nicht machen. Sind wir dann jetzt hier richtig? Also, wir sind hier. Wir müssen jetzt hier lang laufen. Den da. Und den da. Und dann hier platt machen. Also ein weiter Weg. Bis da wie steht, ne? Da, wieder taufrisch. Da, wieder taufrisch. Oh. $35. Aber jetzt ist es. Das ist schon eine spannende Sache. Jetzt gehen wir wieder zurück. Und das tut mir weh. Und dann gucken wir uns um. Und dann wird der hier anvisiert. Ne? Die Flucht geholt und angezogen. Da, wieder taufrisch. Ja, wieder taufrisch. Ja, mit dem Klopfenlichter. Oh, Akira. Was braucht er so lange? Gib mal Geld. Klopf, klopf, mach mal eins. Ach, da ist ein Schalter. Ding dong.
hättet nicht herkommen sollen. Wer wird mich dazu zwingen, euch weh zu tun? Er hat mich bereits dazu gezwungen, meine Kameraden im Stich zu lassen. Jetzt sind sie tot. Agent Galen, was ist euch zugestoßen? Dieser Schmerz, wenn ich mich widersetze, er gewinnt immer. Lasst mich euch helfen. Lebt wohl. Kämpft dagegen an oder sterbt. Zwingt mich nicht, euch umzubringen, Galen. Er wird nicht zulassen, dass ihr mich zerstört. Nichts ist ärgerlicher als ein Jedi, der nicht sterben will. Eure ständigen Störungen müssen ein Ende finden. Euer einstiger Verbündeter wird zu eurem Henker. Die Stärke des neuen Agent Galen wird nur noch durch seinen Gehorsam übertroffen. Ich werde ihn vernichten, ihr seid feige. Tretet selbst gegen mich an, oder habt ihr Angst, dass ihr wie Tarnis enden werdet? Tarnis war ein Kind, so wie ihr, unter meiner Würde. Galen, vernichte meinen Feind. Nein, eher sterbe ich. Kontrollfaktor 6 initiiert. Neuralkontrolle hergestellt. Starte Eliminierungsprotokoll. Ziel Jedi. Ich habe euch gewarnt. Er gewinnt immer. Es ist wie So schnell stirbt niemand. Na doch, ja. Aufhören. Ich habe die Kontrolle wieder. Der Schaden, den ihr mir zugefügt habt, hat die Neuralkontrolle deaktiviert. Zumindest vorübergehend. Ich spüre schon, wie meine Systeme sich selbst reparieren. Nein, ich werde euch helfen. Verrat was dann. Dann beeilt euch. Verratet mir, wie ich euch von der Kontrolle durch den Sith befreien kann. Die Maschinen lassen sich nicht mehr entfernen, ohne mich dabei zu töten. Der Sith, Lord Sadich, hat die Kontrolle über die Mark III Superwachen der Republik übernommen. Kybernetisch verbesserte Soldaten mit fortschrittlichen Waffen. Sadich will noch hunderte davon bauen. Alle unter seiner Kontrolle. Eine Armee zur Eroberung von Nar Shaddaa. Er will gegen die Hutten kämpfen. Das soll mir doch egal sein, eigentlich. Das macht mir keine Angst. Oh.
Der Sith könnte Tausende oder gar Millionen dieser Superwachen bauen. Sardis baut seine Armee in der Schattenstadt, einem Sektor unter imperialer Kontrolle. Dort findet ihr die widerlichsten Typen auf ganz Nar Shaddaa. Und das will was heißen. Ich gebe euch die Koordinaten. Die Neuralkontrolle wurde reaktiviert. Ihr könnt nichts für mich tun. Tötet mich. Mit Vergnügen und dabei die dunkle Seite anfallen oder ihr seid sicher oder das kann ich nicht. Ich guck da nicht hin. Ich weiß nicht, welche Taste ich drücke. Ich werde sicher kein zweites Mal gegen euch kämpfen. Lebt wohl, Galen. Ich kann gar nicht hinsehen. Macht der Onkel. Cookie, seid ihr dabei? Da haben wir Cookies. Cookie. Kontaktieren Sie. Wo ist er denn? Wir müssen erstmal den Idioten da finden. Ne? Erstmal, wo wir da hin müssen. Schon wieder da. Irgendwie weiß ich gar nicht. Was meint ihr? Folge 5 und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, vielleicht dann wieder mit Xerneis, beziehungsweise wir haben ja noch so viele, wer weiß, lasst euch überraschen. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, mein Name ist Tadgra und ich habe euch hiermit wieder herzlich willkommen geheißen zu Star Wars World Republic. Lasst doch einfach einen Kommentar da, abonniert den ganzen Kram und wenn es euch halt gefallen hat, dann lasst, liked es doch einfach. Würdet ihr nicht nur mir einen Gefallen tun, sondern euch natürlich auch. In diesem Sinne, ich wünsche euch was.